Bei mir zu Gast wieder einmal und seit langem nicht mehr, der Steffen Jürgens. Herzlich willkommen, Steffen. Ich freue mich sehr, lieber Werner. Ja, ist glaube ich schon vier, fünf Jahre her. Ein paar Jahre her schon. Aber wir kennen uns also schon ziemlich lange und ich hoffe, dass das heutige Interview nicht unbedingt in ein Chaos enden wird. Ja, ich denke schon. Also da sind wir sind auf einem guten Wege. Chaos heißt nämlich dein neues Album. Wieso? Das tönt ja irgendwie schon ein bisschen negativ, oder nicht? Ja, das habe ich jetzt verbunden, dass das Album Chaos heißt, eher so mit den letzten zweieinhalb Jahren, was alles so passiert ist, mit den Menschen, mit der Physik, mit der Psyche. Es ist viel passiert, viele Menschen haben ihren Job verloren und es ist so ein kleiner Finger, den ich in die Wunde lege und sage, das Chaos ist da, aber es heißt nicht, dass es bleibt. Du hast ja auch, wie alle Künstler, nicht viele Auftritte oder gar keine Auftritte gemacht, aber du bist ja, hast so also wie ein zweites Standbein, in dem du sehr viel schreibst, textest, komponierst, produzierst. Hast du dich damit in Anführungszeichen über Wasser gehalten? Genau, also man hat natürlich die Möglichkeit, oder wir in diesem Dreierteam, in der Konstellation Michael Fischer, Gerd Jacobs und meine Wenigkeit, wir haben die Zeit genutzt. Glücklicherweise konnten wir in der schweren Zeit den Hebel umlegen und haben gesagt, wir konzentrieren uns auf Songwriting, auf Vorproduktion, die man dann eben halt anbietet, Künstler wie Die Amigos, dann Gigi Anderson zum Beispiel oder auch Daniela Alfinito und glücklicherweise auch die Calimeros, die aus der Schweiz kommen. Genau. Glücklicherweise haben wir es dann auch geschafft, die Titel unterzubekommen. Man verdient dann zwar in dem Moment nicht sofort Geld, aber irgendwann kommt dann ein bisschen was für die Rente. Und das hat mich überleben lassen sozusagen. Genau. Ja. Aber jetzt auf dein neues Album, da kamen ja schon zwei, drei Titel raus. Ja. Wie liefen die von deiner Sicht aus? Also wir haben jetzt auf dem Album Chaos veröffentlichte Songs in einem neuen Remix drauf. Das sind zwei, glaube ich, oder drei an der Zahl. Einmal Geh zum Teufel, wo ich halt quasi wirklich jemanden in die Hölle schicke, der erstaunlicherweise sehr gut lief. Und auch Leidenschaft oder Du kriegst mich immer wieder rum in neuen Remixen. So Themen, die jeder kennt von uns. Und wir haben die immer draufgenommen, weil die so gut liefen. Und haben aber separat natürlich noch 12 neue Titel dazu. Und da haben wir übrigens jetzt auch die aktuelle Auskopplung. Aber die habt ihr wahrscheinlich schon. Ja. Wie du. Die läuft auch schon ziemlich gut. Aber das braucht ja wieder eine Anlaufzeit, bis es wieder kommt, bis wieder Auftritte kommen, bis Promotion wieder stattfinden kann. Ja, wir sind, sag mal, also ich bin auch glücklich darüber, dass es so ganz langsam wieder anfängt, jetzt im Sommer. Zum Herbst wissen wir noch nicht genau, weil Deutschland ist ja dafür bekannt, immer alles kompliziert zu machen. Es ist eine Katastrophe. Schauen wir mal, was da unser Gesundheitsminister sich noch einfallen lässt, der Herr Lauterbach. An dieser Stelle schöne Grüße. Er sollte mal Radio Melodie einschalten. Hier ist das alles gechillter und relaxter. Das ist auch ein Grund, warum ich die Schweiz sehr liebe. Aber in Deutschland liegt mein Fokus darauf, jetzt dieses Jahr Werbung zu machen für die neue CD, für das neue Album Chaos. Und der Fokus liegt aber definitiv auf 2023, weil gerade in Deutschland es sehr schwierig ist. Die Veranstalter ziehen sich eher noch zurück, weil sie sagen, okay, wir wollen erst mal gucken. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel große Open-Air-Biergärten nimmt, die wollen natürlich auch erstmal die Gäste haben und gucken, ob die überhaupt kommen. Und dann wollen sie natürlich nicht noch einen Künstler buchen, der 5.000, 6.000, 7.000 Euro kostet, weil es einfach nicht finanzierbar ist. Und weil eben halt auch viele gastronomische Betriebe einfach kaputt sind. Und das ist leider so. Und deswegen hoffe ich, ich setze die ganze Hoffnung auf 2023. Aber jetzt bist du schon ein bisschen ab und zu unterwegs. Erste Auftritte habe ich, denke ich mir, sind wieder gekommen. Das ist schon ein tolles Gefühl, wenn es wieder losgeht. Genau, gerade jetzt im Sommer die größeren Auftritte in meiner Heimatstadt Seebad Lubmin in Deutschland, wo ich geboren bin. Da darf ich jetzt nach zwei Jahren mein Open-Air-Konzert auch wieder ausrichten, jetzt im Anfang Juli. Was mich sehr freut und auch viele kleinere Tanzlokale in der Größenordnung, 500 bis 600 Leute, da dürfen wir auch wieder ohne große Vorschriften auftreten. Aber es fängt eben ganz langsam an, aber
ich freue mich, wie gesagt, dass ich in der Schweiz sein kann. Ich bin dieses Jahr, glaube ich, noch ein oder zweimal hier. Einmal am 5. November im Weidehof oder Wiedenhof. Wiedenhof. Ja, das ist auch eine sehr schöne Location, wie ich finde, in Birr. Und nächstes Jahr durch meinen Promoter, der Jörg aus der Schweiz, ein sehr liebevoller Kerl, der hat mich dann auch in Grenchen, ich glaube am 6. Mai war das, ne? Sitzt gerade neben mir. Er nickt, dann ist das okay. In der beiden Color-Events, das ist ein ganz tolles Lokal, da finden ganz große Events statt. Die großen Leute kommen da hin. Total. Und ich war völlig überwältigt, weil ich im Januar diesen Jahres das erste Mal da sein durfte. Mhm. Und da sieht man in der Location auch, wer eben schon alles da war. Mhm. Und da hat es mir schon die Schuhe ausgezogen, weil wurde ich ein bisschen nervös. Obwohl es ja nicht ein riesen Anlass ist eigentlich. Es ist ziemlich familiär trotzdem noch, oder? Das macht es aus, die Location, dieses Familiäre, dieses Hautnahe. Und die Menschen, die da eben halt auch als Gäste da sind, die lieben es auch, die Künstler mal irgendwie so 2-3 Schritte auf der Bühne zu erleben. Sonst sind ja immer irgendwelche Absperrungen und Security, das gibt es da alles gar nicht. Mhm. Und ich glaube, dass das auch die Künstler lieben. Und ich glaube, dass man auch durch ein sehr gutes Konzept die Künstler da auch hinbekommt und sie überzeugt. Und letztendlich, glaube ich, sind auch 90% aller Künstler, die da gewesen sind, wiedergekommen und sehr zufrieden. Und das Wichtigste für mich ist, dass die Gäste rausgehen und sagen, boah, was für ein Erlebnis. Und das ist es in der Tat. Also das kann ich bestätigen. Wieder zurück auf dein aktuelles Album. Wie hast du die Songs geschrieben, getextet? Worauf hast du Wert gelegt? Also ich habe Wert darauf gelegt, dass dieses Album auch eine bunte Mischung wird. Also es gibt ja klassisch, das macht auch den Erfolg aus, wenn man jetzt die Amigos nimmt, die wirklich die Songs alle irgendwie gleich gestalten. Mhm. Oder die Erfolgsalben von Fantasy oder Andrea Berg. Das ist immer irgendwo eine Richtung. Auf diesem neuen Album ist jeder Titel anders. Es gibt einen, den könnte man mit Wolfgang Petri vergleichen. Es gibt einen, das könnte Matthias Reim auch gesungen haben. Mhm. Es gibt durchaus auch einen Song, der ist Nino D'Angelo angehaucht. Aber es sind eigene Kompositionen, eigene Texte und auch eigene Themen. Also wirklich auch musikalisch ein totales Chaos, was aber in der Anlaufzeit, das hat mich sehr überrascht, wir waren mit Veröffentlichungen jetzt offiziell am 15. Mai, wurde es eigentlich offiziell veröffentlicht. Gleich auf Platz 3 der Amazon Bestseller Charts. Also es ist hochgeschossen. Das hat mich sehr gewundert und natürlich auch positiv überrascht. Ja, und das ist natürlich auch ein Grund, dass ich hier bei euch eine kleine Tour machen kann. Aber jetzt fast eine ketzerische Frage. Die Songs, die hast du wirklich für dich geschrieben und die hast du nicht, die sind nicht entstanden und dann, ja, jetzt nehme ich sie. Oder nein, wie ist nein. Das? Also wirklich, also, ja. den schreibe ich für mich. Ja, ich habe, es sind natürlich auch Themen, die mir Menschen erzählt haben. Da bin ich sehr aufmerksam. Also heute, wenn ich jetzt mit dem Jörg unterwegs bin durch die Schweiz, er erzählt mir viel, da speichere ich irgendwelche Dinge ab zum Beispiel. Und dann werden diese Themen aufgeschrieben zu Hause und dann Musik dazu kreiert. Aber es könnten auch Themen sein, also es sind auch gerade Themen dabei, die jetzt in dieser Zeit passiert sind. Trennung. Mhm. Warum Trennung? Natürlich, schwere Zeit. Ja, wie geht das an die Psyche eines einzelnen Menschen, was alles so passiert in der Welt? Also ich rede natürlich auch von dem furchtbaren Krieg. Ich rede von der Pandemie, obwohl ich das Wort eigentlich nicht wieder in die Hand nehmen wollte oder in den Mund nehmen wollte. Aber die Themen sind ebenfalls bunt gemischt und es kann sich jeder, denke ich, oder fast jeder mit denen identifizieren, weil sie selbst vielleicht schon mal erlebt wurden. Also ich schreibe nicht ausschließlich nur, weil ich es für richtig halte, weil wenn ich das tun würde, dann glaube ich, würden die Menschen mich nicht verstehen. Und die Themen, die ich jetzt angesprochen habe, ich glaube, das kennt jeder. Und wenn du oder wenn ihr für andere komponiert, habt ihr den Blick schon auf einen speziellen Künstler oder schreibt ihr einfach mal den Song und bietet denen dann das an oder sagt ihr, jetzt möchten wir etwas für die Amigos schreiben, jetzt möchten wir etwas für Anna-Karina Wojcik schreiben oder so? Also ich mache es dann grundsätzlich, es kommt ja immer direkt zu mir dann, schreibt mal für Gigi Anderson, schreibt mal da. Dann kenne ich viele Künstler, das ist ein großer Vorteil. Ich weiß deren Repertoire und ich weiß natürlich auch, was jetzt passen könnte in dieser Zeit.
Gutes Beispiel ist der Gigi Anderson. Da haben wir gesagt, wir gehen mal back to the roots, zurück zu den Wurzeln und sagen, pass mal auf, du hast früher so, ja, Sommernacht in Rom. Genau. Ja, wir sagen, es muss doch einen Song geben. Also ich beschäftige mich mit dem Künstler und sage, dieser Titel könnte jetzt passen. Und so haben wir dann ein mega Comeback-Song für ihn geschrieben. Ja. Du bist mein kleiner Diamant. Mhm. Das heißt, ich muss mich als Songwriter, als Texter und Komponist unbedingt mit dem Menschen, mit dem Menschen und auch mit der Musik beschäftigen. Mhm. Was waren die größten Erfolge und wie kann man die heute neu verpacken, um damit dem Künstler gut zu tun? Wenn du jetzt etwas vorausblickst, du hast gesagt, du bist 2-3 Mal in der Schweiz. Wie sieht es in Österreich, Deutschland aus? Oder Österreich noch gar nicht? Österreich gestaltet sich sehr schwierig, weil die Regeln dort ähnlich kompliziert waren und sind wie in Deutschland. Also Österreich bin ich im Moment. Ich habe jetzt die Radiotour in Österreich hinter mir. Auftrittstechnisch gestaltet ist es sehr schwierig, bis Jahresende, glaube ich, 2 oder 3 Termine. Südtirol kommt noch dazu. Da haben wir auch die Radiotour gemacht. Südtirol ist quasi veranstaltungstechnisch, ja, sagen wir mal, fast tot. Mhm. Und auch da liegt der Fokus auf Frühjahr, Sommer 2023. Deutschland ist jetzt gerade, weil die Regeln gelockert wurden, im Moment offen für neue Veranstaltungen, aber schwierig von der Bezahlung her, weil die Veranstalter wollen logischerweise, wie ich schon gesagt habe, nichts ausgeben. Oder es gibt natürlich auch so Sänger, die bringen noch 300, 400 Euro mit und sagen dann, hallo, hier bin ich, ich kann singen, ne? Ich gebe euch auch noch ein bisschen was dafür. Ist leider so. Kommt auch durchaus vor. Worauf freust du dich? Jetzt wird dann, jetzt kommt der Sommer so richtig. Warm ist es ja schon. Also ich freue mich jetzt auf die größeren Konzerte. Da stehen jetzt 5, 6 Konzerte an. Dann freue ich mich auf die Hochzeit meiner Tochter. Sie hat es tatsächlich geschafft, vor ihrem Papa zu heiraten. Ist auch selten, ne? Aber ich habe gesagt, nächstes Jahr ziehe ich danach. Ja. Und dann freue ich mich, also wir haben uns vorgenommen, dieses Jahr zumindest mal eine Woche Urlaub zu machen. Und im Moment ist es nicht möglich, weil ich gerade umziehe in ein Häuschen. Und da ist an Urlaub nicht zu denken. Und ja, jetzt müssen wir erstmal wieder Geld verdienen. Zuerst muss Geld rein, bevor man große Pläne machen kann. Wenn man mehr von dir wissen möchte, online, Social Medias? Ja, gibt es auf jeden Fall www.steffenjürgens.de zusammengeschrieben. Jürgens mit UE und natürlich sämtliche Social-Media-Plattformen, Instagram, Facebook, findet man auch alles, die direkten Links auf meiner Seite, kann man sich gerne einklicken, da gibt es eine Fanseite, ja, Instagram bin ich jetzt nicht so aktiv, es gibt ja auch noch TikTok, also es wird auch überall muss man nicht mitmachen. Genau, überall muss man nicht mitmachen, da sitze ich lieber bei euch hier 2-3 Stunden und quatsche ein bisschen mit euch und mit unseren Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörern. Das ist mir dann viel wichtiger, als wenn ich da irgendwie den Kasper auf irgendwelchen Plattformen mache. Muss man leider tun, aber man soll es nicht übertreiben. Steffen, danke vielmals, dass du vorbeigekommen bist. Sehr gerne. Und weiterhin alles Gute und vielleicht sehen wir uns demnächst wieder irgendwo hier in der Schweiz. Und ich hoffe, dass es nicht wieder 4 Jahre dauert. Und liebe Grüße noch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ans gesamte Team und bleibt gesund. Wir sehen uns wieder. Keine Frage. Dankeschön.